Commerzbank oder Rheinmetall? Wer wird jetzt im Februar Linde im DAX ersetzen? Wir schauen uns beide Werte mal charttechnisch an. Und hier im linken Chart, ja, da fällt natürlich Commerzbank auf. Der Wert konnte unlängst hier das Zwischenhoch bei 9,51 mittlerweile schon signifikant überwinden. Ja, der Wert ist natürlich überkauft und reif für eine Korrektur, aber zuletzt, wenn die Extremzone nach unten verlassen wurde, naja, also die Gewinnmitnahmen hielten sich in Grenzen. Ein Rücksetzer bis zur Rundenzahl bei 10 Euro ist möglich. Das Kurspotenzial ist schon deutlich, nämlich hier das 191,8% Extension bei 12,18 Euro. Auf der anderen Seite sehen wir Rheinmetall, die auch in den letzten Wochen und Monaten eine beachtliche Kursstrecke schon geschafft hat, ist aber zuletzt hier am Widerstand bei 225 circa gescheitert, ja, wie auch davor schon im Juni des vergangenen Jahres. Hier hatten wir auch eine leicht überkaufte Situation und hier in diesem Fall kam es dann jetzt auch zu einer Korrektur, ja, aber hier der exponentielle 50-Tage-Durchschnitt bei 203,85, ja, der wurde noch nicht mal erreicht. Letztendlich aber hier gilt es natürlich, das Hoch bei rund 225 zu überwinden, damit es dann in Richtung des 161,8% Fibonacci-Extension bei 276,94 gehen kann.